Good morning, good morning. Guten Morgen. Heute geht es um das lustige Thema Weltreise als Beruf. Wie geht das? Und warum macht das eigentlich nicht jeder, wenn das geht? Ja. Professioneller Weltreisender. Wir sind eigentlich eine Professionelle. Nee, gehen wir mal los. Wir erzählen euch die Geschichte während dem Wandern. Ja, ihr merkt schon, wir haben einen leichten Sprachkehler. Da kann überhaupt nichts fehlen. Ich kann ja doch ein F sagen. Jetzt plötzlich. Ja, aber trotzdem muss ich immer wieder Sprachkehler sagen. Naja, egal. Man weiß es halt nicht. Ja. Links, rechts? Ja, rechts. Das ist so eine Sache. Ja. Eine Weltreise als Beruf. Wie geht das? Mhm. Ja, wir sind ja jetzt seit 9 Jahren unterwegs und wir leben ja noch. Wir leben noch, genau. Also halten wir erstmal grundsätzlich fest. Ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Und wir sind ja auch kein Einzelfall. Wir haben ja verschiedene Leute getroffen, die für Ewigkeiten auf Weltreise waren. Alleine, mit Familie, mit Partner, mit Kumpels. Und die ja ansonsten nichts gemacht haben. Also wo man sagen muss, das war eigentlich an sich ihr Hauptberuf. Es war ihr wirklich, also Reisen war ihr Beruf. Genau, ja. Also es gibt jetzt nicht mehr so häufig wie früher, aber es gibt sie immer noch. Ja. Weltenbummler als Beruf. Mhm. Also es gibt sie noch. Also wir fassen jetzt mal die unterschiedlichen Sparten zusammen, sodass ein bisschen wie so eine Art Überblick entsteht. Mhm. Und gehen dann auf jedes Thema dann aber auch noch mal einzeln ein. Ja. Also welche Leute haben wir überhaupt? Also fangen wir mal vielleicht bei den Low-Budget-Varianten an. Ja. Wir hatten obdachlose Weltreisende, so rum. Genau. Genau. Oder Weltenbummler, die obdachlos waren. Genau, die haben einfach komplett ohne Geld gelebt oder haben auf der Reise gebettelt oder was halt sich so ergeben hat, haben sich so durchgeschlagen und waren so unterwegs, muss man sagen. Landstreicher, Berber, Hamperer. Genau, ja. Viele auch nicht unglücklich. Also jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber eine ganz unangenehme Art, die Welt zu bereisen, muss ich sagen, waren nicht diejenigen, die jetzt besonders unzufrieden gewirkt haben. Nee, gar nicht. Zum Beispiel, ne? Also was ich schon sagen muss, also was mir sehr, sehr arg aufgefallen ist, weil wir dieses Projekt gemacht hatten, mit dem Geldstreik, also 7 Jahre lang im Geldstreik zu sein, also eben dieses Geld so nicht zu verwenden, und haben daraus dann den längsten Charity Walk der Welt entwickelt gehabt, wo wir für verschiedene soziale Projekte Werbung betrieben haben, weil wir einfach ja mit Geld selber nichts zu tun haben wollten. Mhm. Ja. So, einmal kalt, warm. Einmal warm, ja. Das ist Schweden, wie es leibt und lebt. Aber egal, dann nehmen wir die Jacke halt in die Hand. Und dadurch, dass wir selber ohne Geld unterwegs waren, haben wir ganz viele Bekanntschaften in dieser Richtung ja auch getroffen. Ja. Und ich muss schon sagen, also die kamen mir definitiv nicht unglücklich vor. Also es gab einen Teil, die hatten sehr, sehr schwere psychische Schläge abbekommen. Frau verstorben, Kind verstorben, schwerwiegende Krankheiten, Colitis ulcerosa oder ähnliche Dinge. Das hat man erlebt. Und das hat die Leute dazu bewogen oder angetrieben bzw. motiviert, jetzt durch Wandern wieder zu sich zu finden. Das war so eine Gruppe auf jeden Fall. Ja. Und was man gemerkt hat, also warum hat es funktioniert bei den Leuten? Weil ein sesshafter Obdachloser, also der an einem Platz bleibt, der wird ganz anders wahrgenommen als ein Wandernder. Als ein wandernder Mensch. Mhm. Ein wandernder Mensch, der hat sich dazu entschlossen, aktiv zu sein. Mhm, das stimmt. Seinen Körper zu trainieren, seinen Geist zu trainieren. Und wenn man die ersten 3 Tacken mit diesem Menschen redet, spürst du sofort, der ist tiefsinnig. Mhm, ja. Der hat eine ganz andere Präsenz. Und diese Präsenz öffnet ihm einfach so viele Türen, diesen Weltenbummler, weil die Leute, die sich mit ihm umgeben,
erstens mal spüren, von dem geht keine Gefahr aus. Ja. Und das Zweite ist, ich kann von dem etwas lernen, was wahrnehmen und partizipieren. Also ich kann einmal davon lernen, wie kam der in diesen inneren Frieden, mhm, oder da, wo er eben gerade steht. Und das Zweite war, von den Geschichten mitzuleben. Absolut. So, ja. Ich bin jetzt zum Beispiel eine ältere Dame und ich kann keine Abenteuer gerade mehr erleben. Ich habe Osteoporose und der erzählt mir draußen, was er die letzten Tage gesehen hat. Mhm. Und ich mache ihm einen Kaffee und er kriegt einen Kuchen. Ja. Und das ist ein guter Deal, das ist Tauschhandel. Und das, was wir gesehen haben, das, was bei sehr, sehr vielen Menschen funktionierte, war Tauschhandel. Mhm, absolut, ja. Geschichten, Freude, Lachen, Hilfe im Garten, ja, was auch immer, im Tauschhandel. Genau. Sehr, sehr viel Humor fand ich bei den Leuten auch. Also, ja. Wir hatten da einen Kandidaten, der war der Knaller, den haben wir über eine längere Zeit immer mal wieder getroffen auch. Ja. Und der hat uns erst angebettelt und wo er dann gemerkt hat, wir sind auch ohne Geld unterwegs, haben wir uns dann zusammen ein bisschen hingesetzt und sehr, sehr lange unterhalten. Und dann die nächste Zeit halt immer wieder und öfter haben wir dann, wenn wir ihn irgendwo, der hat immer eine Jakobsmuschel als Bettelbecher gehabt, das haben wir also auf die Straße gelegt und dann, er ist gerade auf dem Camino unterwegs und ob die Leute ihn unterstützen. Und dann haben wir uns immer dazugesetzt und haben unser Essen mit ihm geteilt und halt gequatscht. Und dann meinte er jedes Mal so, Don't destroy my business. So nach dem Motto, hey, wer will mir jetzt noch Geld geben, wenn ich hier rumsitze und... Und gerade Parmaschinken fresse mit Oliven. Also bitte, das geht doch gar nicht. Und und dann irgendwann hat er, ist er, ich weiß nicht, auf Toilette oder irgendwo hin und hat dann gefragt, ob wir so lange auf seinen Platz aufpassen können. Auf seinen Bettelbecher. Und kam dann wieder und meinte dann so, no vagabundus, so als wollte er uns verscheuchen. Ja, ja, ja. No vagabundus. Und also er war halt ein sehr, sehr witziger Kerl. Die Menschen haben ihn einfach gemocht, auch mit seinen seelischen Blessuren, die ja nicht klein waren. Die nicht klein waren, nee. Die waren ja nicht klein. Aber trotzdem war es so, dass die Menschen ihn als Wesen, da er aktiv war, also auch versucht hat, aktiv was zu wandeln und zu verändern, ist deutlich, also einfach herzlich empfangen wurde. Ja. Das ist das eine. Dann gibt es die nächste Variante, wie man Weltenbummler als Beruf auch wahrnehmen kann. Das ist, wenn du ein Diavisionsmensch bist oder Tierfilmer oder Tierfotograf, Landschaftsfotograf, Künstler. Ja, dass du quasi die Reise selbst als solche, deine Reiseziele, das, was du erlebst oder was du siehst, vermarktest. Also daraus quasi den... Und da gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Eckdaten, wie du das tun kannst. Und wir können ja ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern von den verschiedenen Leuten, die wir getroffen hatten. Mhm. Also wir haben einmal ein Pärchen getroffen, da war sie Model und er war eigentlich Abenteurer. 34 Jahre lang waren sie auf der großen Reise unterwegs und haben sich dazu entschlossen, 9 Monate unterwegs zu sein und 4 Monate Vorträge zu halten. Ja. Und 3 Monate. 3 Monate. Sonst kommen wir auf 13 Monate. Das wäre natürlich toll. Nee, dann waren es 4 Monate. 4 Monate und... Also 9 Monate reisen, 3 Monate... Nee, 8 Monate reisen, vier Ach so. Monate ah, okay. Auf Vorträge. So rum war es dann. Okay. Mhm. Und sie hat die Modeljobs angenommen in der Zeit. Und die kamen also wirklich ganz, ganz gut durch. Mhm. Also die haben ja auch immense Abenteuer rausgeschoben, die ja wirklich gezogen haben. Und das, also das war zum Beispiel was sehr gut funktioniert hatte. Mhm. Wir hatten dann auch jemanden, der hat 3D-Visionsshows gemacht. Der war eher länger unterwegs, also ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und hat dann wieder mit einer großen Visionsshow über 1 Jahr oder 2 dann halt wieder sein Geld eingenommen und war dann einfach wieder unterwegs. Also eher das so taktil zu tun, zu sagen, das mache ich jetzt, da kommt wieder was rein und, und.
Dann hatten wir den Zaunsucher ja auch noch, ne? Ja. Das war jemand, der hat nicht gefilmt, was er unterwegs gesehen hat, sondern er hat sämtliche Geräusche aufgenommen, ja, überall auf der Welt, und hat wie so eine Sounddatenbank angelegt und es dann zur Verfügung gestellt für Filme, für... Ja, für die große Filmindustrie. Ja, genau, für die Filmindustrie an sich. Und das ist halt, was ganz was Spezielles, aber es funktioniert äußerst gut. Mhm. Der hat also 360 Grad Soundaufnahmegeräte, wo er erstmal die Atmo aufnimmt. Wie hört sich jetzt zum Beispiel ein Presslufthammer an? Dann nimmt er zum Beispiel mit extrichen Erdmikrofonen auf, also wie hört sich dann dieser Presslufthammer in der Erde an? Wie hört er sich oberhalb der Erde an? Wie ist es zum Beispiel, wenn ein Tuk-Tuk hupt? Und. Und all diese Töne hat er in der Datenbank, die dann später von der Filmindustrie wieder benötigt wird. Und damit verdient er einfach Geld. Ja. Er hat halt immer sein Mikro oder seine Mikros dabei und geht mit denen um die Welt und legt Datenbanken an. Ja. Also erstmal ganz skurril, wo du sagst, da würde jetzt niemand drauf kommen, genau, ja, dass das funktionieren könnte. Ja. Wir hatten auch einen Mann, der hat Scherenschnitte gemacht. Stimmt, ja. Also aus schwarzem Papier die Silhouette eines anderen Menschen rausschneiden. Kam super damit durch. Ja. Insgesamt fand ich, wir haben viele Straßenkünstler, also weltreisende Straßenkünstler getroffen. Musizierenderweise, ja, oder aber auch Seifenblasenspieler. Seifenblasen, dann die Kreidekünstlerin, die eine. Kreidekünstlerin war ganz toll. Dann hatten wir den, den fahrenden Pianisten, der ja mit seinem großen LKW unterwegs war, und einem fahrenden Piano. Ja. Das war ja auch eine geile Nummer. Absolut, ja. Also, weil da kommst du ja nicht drauf. Nee. Also du kannst, also ein Piano, dessen Motor drin hat, das dann durch die Stadt heizt, du stellst dich irgendwo hin, pianistisierst und haust dann dein Lidl raus und steckst es dann wieder in deinen Riesen-LKW und es klappt halt wirklich, dass du das alles finanzieren kannst. Ja. Also unheimlich krass, die Geschichte. Mhm. Die fand ich mega heftig. Dann hatten wir Clowns, das stimmt, ja. Artisten, Feuerkünstler, LED-Show-Leute. Ja. Das war meistens ja zusammenhängend, also dass die Feuerkünstler beides gemacht haben, weil einfach für viel, also in vielen Städten die Lizenzen für Feuerkunst so schwierig zu bekommen war. Ja, ja, ja. Das, also dass LED, sie gesagt haben, sie machen dann eben mit LED. Ne? Also mit beidem das dann zusammen. Dann hatten wir den Didgeridoo-Spieler ja auch. Didgeridoo, der hat sich ja aus Abwasserrohren ein ganz abstraktes Didgeridoo zusammengebaut und hat damit dann gespielt. Was ich auch ganz krass fand, also ähnlich wie in diesem Musical Stomp, wo sie dann auf alten Eimern, stimmt, auf ja, Blech, auf Waschbrettern dann Technomucke rausgehauen haben, ja, total krass und immer ausgeflippt sind, als wären sie gerade volle Kanne auf LSD. Dann haben wir den geilen Barschonglage-Typen gehabt. Stimmt, ja. Dann hatten wir einen Hangspieler, das ist so ein rundes Gerät, sieht aus wie ein UFO und macht sphärische Klänge. So eine ultra geil. Ja. Ultra geil. Also da gab es an sich nichts, was es nicht gab. Mhm. Und das waren aber die Leute, die hat man jetzt so an sich jetzt erstmal, fand ich, nicht als direkte Weltenbummler wahrgenommen, sondern als Straßenmusikant jetzt zum Beispiel oder als Künstler oder Jongleur oder Schwertschlucker oder wie auch immer. Und da hat man sich ganz oft die Frage gestellt, also mit den Fähigkeiten, oder wir haben denen ja auch dann die Fragen gestellt und haben gesagt, mit den Fähigkeiten, ihr könntet doch im Zirkus arbeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, könnten wir schon, aber dann verdienen wir halt nichts. Und wir müssten an einem Ort bleiben, hätten keinen Spaß und so bin ich Weltenbummler, kann genau dahin gehen, wo ich Bock habe. Ja. Und ich verdiene so viel Geld, dass ich es nicht ausgeben kann. Und das fand ich echt mega geil. Auch dieses,
die hatten kein Mangelbewusstsein. Das stimmt, also die, was wirklich gut waren, die hatten kein Mangelbewusstsein. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten einen mal in Frankfurt getroffen. Das ist vor der Reise auch gewesen. Und er hat an einem Tag, hatte der mit seinem Didgeridoo, mit den Abflussrohren, mhm, hat er 450 Penunzen reingeworfen. Ja. Wir hatten aber auch noch andere Dinge, die jetzt nicht unbedingt ein kompletter Weltenbummler waren, sondern eher so ein überregionaler Bummler. Mhm. Ne, weil die haben sich ja nicht die ganze Welt angeschaut, aber der war überregional. Genau, ja. Und das waren Flaschensammler. Das stimmt, ja. Und wo du gesagt hast, das kann ich doch überall machen, wo Pfand existiert. Mhm. Und die haben ja auch Geld eingenommen. Wahnsinn, also, ja. Wenn die pfiffig waren, ne? Also jetzt nicht alkoholisiert oder sonstiges, sondern die hatten dann ihre Geräte zum Rausfischen. Die haben ja echt wirklich auf den Festivals. Die sind ja dann überall auf alle Festivals gefahren, abgerockt und eingesammelt. Mhm. Und oder auch also so diese Kneipenstraßen. Es gibt hier immer so Partymeilen in vielen Städten. Und, wie gesagt, du musst halt wissen, wo du hin musst. Genau, wann du da sein musst und so weiter. Du kannst halt mit Flaschen sammeln gar nichts verdienen oder du kannst halt richtig viel verdienen, mhm, wenn du halt gut bist. Und das ist halt diese Krux an der Geschichte des Rumtreibers, so nenne ich den jetzt mal, mhm, dass du halt eine höhere Intelligenz aufweisen musst als derjenige, der sesshaft an einem Ort lebt. Mhm. Der sich rumtreiben will, also der ein Hamperer, ein Berberer, ein Landstreicher sein möchte, der muss einfach eine höhere soziale, aber auch systemische Intelligenz aufweisen, mhm, um Systeme oder soziale Strukturen leicht und schnell lesen zu können, verstehen und auch zu wissen, wie man davon partizipiert. Mhm. Das war die nächste Richtung. Ich finde dann noch ganz kurz so ja, einmal so unsere eigene Einschätzung. Also ich fand es immer unheimlich faszinierend, die Art und Weise, auch gerade mit der Straßenkunst. Ja. Für uns selber, wir haben es am Anfang ja auch mal ausprobiert und haben überlegt, ob das vielleicht auch was für uns wäre. Wir selber haben dann festgestellt, nein, für uns persönlich ist es nichts. Hauptsächlich deshalb, weil man immer in den größten Städten eigentlich sein muss. Ja, ja. Und Städte einfach gar nicht so unser Ding sind. Also wir versuchen ja möglichst immer draußen in der Natur zu sein. Und wenn du Straßenkunst machst im Wald, ist es wunderschön, aber es sieht halt keiner. Ja. Und die Eichhörnchen schmeißen dir vielleicht eine Nuss hin. Ja, der Dachs kommt vorbei und bringt dir eine Maus, aber das war es auch. Ne? Aber da wirst du halt nicht komplett satt. Ja. Da musst du dann selbst auf die Jagd gehen. Und in der Zeit kannst du halt wieder keine Straßenkunst machen. Kannst du dann keine Straßenkunst machen. Abgesehen davon haben wir festgestellt, dass wir in keinem künstlerischen Bereich so gut sind, dass es jemanden interessiert. Naja, in manchen Bereichen wären wir schon. Ja, wenn wir es fokussiert hätten, hätten wir da auch hinkommen können. Aber es ist einfach dieses Thema mit, man müsste immer wieder an Orten sein, wo man gar nicht sein will. Also ich fand es zum Beispiel am Anfang, wo wir Feuershows oder ähnliche Sachen mit integriert hatten und alles verboten war, weil ich bin halt eher so der explosive Typ, der dann sagt, größer, härter, extremer, alles steht in Flammen. Das fanden die in den Städten immer nicht ganz so geil. Ich schon, aber okay. Und die Leute fanden es ja auch geil. Wir hatten ja eine Situation, da hat uns ja mal eine Nachbarin angezeigt, weil du für eine Show direkt quasi vorm eigenen Haus damals noch trainiert hast. Und dann kamen die ja dann gleich, weil sie da hat nicht gesagt, da macht jemand eine unangemeldete Feuershow, sondern sie hat gesagt, hier ist ein Brandstifter und der fackelt unser ganzes Haus ab. Ja, ja. Terrorist! Und daraufhin kamen die dann gleich mit 3 Polizeiautos angefahren. Genau, und die haben dann noch eine Feuershow gebucht. Für ihre Weihnachtsfeier. War echt gut, hat einen neuen Auftrag gebracht, war auch ganz geil. Bin ich noch ein herzliche Grüße, gehen raus, danke. Das hat damals über 1.000er gebracht, war klasse. Leicht verdientes Geld. Mhm. Und, aber das war jetzt für unterwegs einfach nichts. Erstens mal, das ganze Zeug stinkt. Du bräuchtest dann ein anderes Vehikel, dass du das dann mitnehmen kannst. Das ist natürlich auch jede Menge Gewicht. Also zu Fuß ist es dann schon auch wieder schwierig. Und also auf die Art, wie wir unterwegs sein wollten, ging es eben nicht. Und da, glaube ich, kommen wir schon zu dem ersten Knackpunkt. Mhm. Die Art des Reisens muss zu dem passen, wie ihr den Beruf bzw. eure Berufung
ausleben wollt. Mhm. Und das passt oft nicht so zusammen. Ja, das stimmt. Ne? Ne? Also wir haben gemerkt, dass wir einfach durch unser Wirken sehr leicht Dinge erhalten. Das haben wir sehr arg genossen. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir viel zu berichten haben, viel zu erzählen haben, dass wir halt auch vorher schon im journalistischen Bereich tätig waren. Also kannst du ja auch den Journalismus mit auf die Reise nehmen. Mhm. Du kannst das Bücherschreiben mit auf die Reise nehmen. Du kannst Programmierer kannst du sein. Du kannst Designer sein. Du kannst aber auch Fotograf sein. Du kannst ja diese ganzen Sachen mit auf die Reise nehmen. Mhm, genau. Und da komme ich gleich nochmal zu dem nächsten Punkt, der sich ja jetzt durch Corona ja Gott sei Dank verändert hat. Dass die digitale Arbeit deutlich mehr Offenheit generiert hat, dass man sagt, ihr dürft jetzt auch in der Remote-Arbeit von unterwegs aus arbeiten und der Chef fickt sich nicht mehr ins Knie. Genau. Weil man sagt, wenn du das leistest, dann darfst du da sein, wo du möchtest. Mhm. Und das finde ich eine super geniale Entwicklung. Dadurch haben sich gleich einige Millionen Bürger aus der EU verabschiedet und haben gesagt, alles klar, dann bleiben wir in dem Affenkäfig hier nicht mehr, sondern hauen ab und schauen uns neue Kontinente an und gucken mal, was da so los ist. Ja. Das war ja im Endeffekt wie so ein Startschuss, auf den einfach so viele Menschen gewartet haben, zu sagen, hey, ich darf jetzt auch in Malaysia sein, ich kann mir mal kurz auf Hawaii die Kahunas anschauen und so weiter und so fort. Also das war ja ein Startschuss. Und jetzt war ja plötzlich der Weltenbummler, war ja nicht mehr der Penner, der einfach nicht arbeiten wollte, sondern es ist halt jetzt derjenige, der von unterwegs aus arbeitet. Mhm. Und dadurch hat sich eine komplette Einstellung bzw. ein Lebenskonzept komplett verändert. Neu entwickelt eigentlich. Und jetzt ist es so, vorher war es ja in der Art, dass man gesagt hat, man müsste jetzt aufzählen, welche Jobs von unterwegs aus gemacht werden können. Und jetzt sind es fast so viele, dass man Umgekehrtes machen muss und sagt, okay, welche Jobs kannst du von unterwegs aus nicht machen? Mhm. Und da will ich jetzt ein paar Geschichten noch dazu erzählen, zu diesem Thema, weil Kfz-Mechaniker. Ja, ich kann ja als Kfz-Mechaniker, da kann ich ja von unterwegs aus nicht anbieten. Mhm. Das ist jetzt der erste Gedanke, aber stimmt das? Könnt ihr euch wirklich zu 100% sicher sein? Mein Kollege von mir, der hat sich eine mobile Werkstatt in einem Truck eingerichtet und fährt von Land zu Land. Mhm. Und es funktioniert. Wir haben in unserer Kartei einen fahrenden Psychologen einem Bauwagen. Ja. Würde man sagen, funktioniert zu 100% nicht. Mhm. Klappt aber. Klappt aber. Seit 2,5 Jahren ist er unterwegs. Mhm. Wir haben einen Liebscher- und Bracht-Therapeuten und eine Frau, die nach Rolfing therapiert. Die haben auch einen größeren Bauwagen umgebaut, haben da drin ihre Massageliege und es funktioniert. Es gibt halt einfach viel zu viele Menschen mit Schmerzen, dass du sagst, du könntest keine Kunden bekommen, ist eigentlich nahezu unmöglich. Mhm. Ein fahrendes Tattoo-Studio kommt an ohne Ende. Piercing-Studio hatten wir auch ein fahrendes. Allein jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel hier den skandinavischen Raum nimmst, wie viele Regionen du hast, die so ländlich sind, dass es für die Menschen einfach richtig schwer ist, an solche Infrastrukturen zu kommen. Natürlich musst du länger dann an einem Ort bleiben. Ja. Jetzt zum Beispiel eine Woche oder zwei, dass die Leute mit dir auch die Termine machen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt in jede Richtung einmal gehst, jetzt zum Beispiel in der Ortschaft Skorpet, wo wir gerade sind, dann kannst du mindestens 2 Wochen immer wieder in eine neue Richtung gehen. Und du erlebst nur Neues. Das stimmt, ja. Das bedeutet, es fühlt sich ja immer noch nach Weltenbummeln an. Mhm. Auch wenn du mal für eine Woche, 2 oder 3 an einem Ort stehst. Ja. Wir hatten einen fahrenden Pizzawagen. Stimmt, ja. Das fand ich total krass. Ja.
Allein mega illegal. Ja. Aber der ist ja immer wieder weitergefahren. Naja. Der war ja nie länger als einen Tag irgendwo. Wenn du überlegst, Bäcker, also wie viele ausgewanderte Bäcker wir ja kennengelernt haben, ja, die sagen, und wo ja die Leute wirklich Schlange stehen. Also es gibt ja dieses deutsche Brot, sage ich jetzt mal, also wie wir das so kennen, unsere Brottradition mit dunklerem Brot und mehr Korn und verschiedene Varianten, gibt es ja in fast keinem Land. Das stimmt, ja. Das gibt es ja ganz selten nur. Und wenn man das irgendwo hinbringt und entweder die ganzen Ausgewanderten, also sobald du auch nur einen Deutschen in deiner Umgebung hast, ist der Stammkunde. Das stimmt. Oder auch natürlich die Einheimischen, weil die sagen, oh, das ist aber neu, das kennen wir noch gar nicht. Das ist aber auch mit dem Rumfahren, also dass du sagst, also selbst das haben wir gesehen, also die Franzosen, wir hatten zwei Franzosen, die mit ihrem Baguette-Mobil rumgefahren sind. Genau, ja. Und das hat in den meisten Ländern nach ihrer Auskunft perfekt funktioniert. Ja. Erstens ist es was Besonderes, das, was du nicht jeden Tag kriegst. Gehen wir mal von Großbritannien aus. Da gibt es ja nur dieses labbrige Toastbrot. Ja. So, und jetzt kommt da so ein Franzose in deine Ortschaft gefahren und sagt, es gibt ein frisches Baguette. Nö, das willst du bestimmt nicht. Ne? Also der ganze Weltenbummlerbereich hat sich, finde ich, in den letzten 10 Jahren komplett gedreht. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass Weltreise und Beruf sich beißen, nee, sondern vielmehr eröffnet es dir Dinge, an die du vorher noch gar nicht gedacht hattest. Mhm. Weil gehen wir mal davon aus, du bist ein Stockfotograf, also für Stockmedien, also für so internationale Bildbörsen. Ja. Dann musst du natürlich rumfahren, um immer wieder neue Bilder aufzunehmen, die was sonst keiner aufgenommen hat. Mhm. Und wo zum Beispiel die Drohnenvideos so teuer verkauft wurden. Wenn da jemand der Erste war, der mit Drohnenvideos die Stockmedien befüllt hat, dann hat der natürlich Geld verdient. Mhm, ganz klar. Du dürst natürlich nicht immer der Letzte sein. Ja. Sondern, ich meine, klar, jetzt kommen die KIs und nehmen Arbeitsplätze weg, sondergleichen. Mhm. Ne, also da wird es ja diese Stockmedien auf diese Art und Weise nicht mehr geben. Es wird sich ja alles jetzt verändern. Ähnlich wie auch die Programmierjobs. Ja. Aber ihr müsst euch halt stetig, und deswegen habe ich ja vorher auch von der Intelligenz gesprochen, ihr müsst halt eben diese soziale und strukturelle Intelligenz besitzen, um euch eben an diese neuen Begebenheiten anpassen zu können. Genau, anpassen zu können. Was haben wir denn sonst noch getroffen? Also wir hatten ja auf jeden Fall noch einige auf der Walz, also die teilweise auch gar nicht mehr wirklich auf der Walz waren, sondern rumgereist sind und gesagt haben, also 3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage und 3 Stunden und 3 Sekunden, die waren ja schon lange um. Ja. Der eine, der war ja auf der Walz 17 Jahre. Stimmt, ja. 17 Jahre war der unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das geil. Ja. Ich fand die Näherin, was wir getroffen hatten, die hatte so einen ganz tollen Hut mit so Nähnadel drin und lauter so einem Zeug. Mega geil ausgesehen. Und die hat immer Jobs gehabt. Absolut, ja. Also Gardinen nähen, tralala. Da war es ja zum Teil so, dass sie dann Aufträge bekommen hat und dann dahin gereist ist. Ja. Aber die hatte ja wie ein Netzwerk schon. Mhm. Also man hat, also klar, am Anfang ist es schwierig, aber irgendwann wissen die Leute, dass du eine gute Arbeit machst. Ja. Und dann laden die dich ein. Dann wirst du sogar hofiert. Mhm. Und das fand ich so extrem. Ja. Dass du sagst, das geht. Ja, also es ist machbar. Ich fand auch am Anfang unseres Geldstreiks, da war es ja nicht ganz einfach. Da hat man gemerkt gehabt, okay, wir kommen locker und leicht durch, haben immer genügend zu essen und, aber die höchsten Luxusgüter, wie ein 5-Sterne-Hotel, zum Beispiel ein Kobe-Rind, ein Steak, oder dass du zum Beispiel sagst, also ein Eis, Rebensaft ja, oder sonstiges, das war ja irgendwo out,
out of space. Mhm, weil wir selber ja auch gar nicht dran geglaubt haben, dass das möglich ist. Ich fand allein am Anfang eine Badewanne, war ja schwer vorzustellen. Ja, ja, dass das klappen kann, weil du bist ja im Geldstreik. Mhm. Also wieso sollte das zu dir kommen? Und wo wir dann aber gemerkt hatten, dass wir sehr viel zum Anbieten haben, zum Tauschen, dann war es ja ein Wahnsinn. Ich meine, überleg dir mal unsere Thermentour. Ja. Wo wir 12 Thermen hintereinander besucht haben, haben die angeschrieben, haben gesagt, okay, pass auf, wir machen eine Thermentour, wir testen die und vergleichen die miteinander. Unsere Homepage hat den und den PageRank. Wir haben sehr, sehr viele Leser. Sehr, 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 sehr viele Leser. Mhm. Und wie wäre es, wenn ihr da mit dabei seid? Jetzt war es nicht so, dass wir nur in diese Therme durften, sondern die haben gesagt, ja, aber dann müssen sie ja auch. Sie müssen, ja. Herr Gärtner, Sie müssen ja dann auch unser Hammam kennenlernen mit Massage. Mhm. Schön mit so einem großen Leinensack abgebügelt werden. Dann noch eine Massage. Und hätten Sie Lust, auch unsere Dorntherapie auszuprobieren? Und das Restaurant zu testen. Das war ja teilweise auch noch. Ja, ja, ja. Das war nicht bei allen, das war bei 8. Ja, das war hart. Bei 4 mussten wir unser eigenes Essen mitbringen. Das fanden wir ein bisschen kacke, aber okay. Mhm. Das ist im Bericht nicht gut ausgefallen. Nee, Scherz beiseite. Nee, muss ja auch nicht jeder. Nee. Und also, einmal haben wir sogar eine Übernachtung mit dazu bekommen. Ja, 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 das war toll. Das war toll. Schön in so einem, da hat man sich gefühlt, als wäre man in den Tropen. Ja. Das war ein bisschen wie so ein Strandfeeling auch. Das stimmt. Ja, das war sexy. Ich muss sagen, da hätte ich mir Scharnier eher vorstellen können, als den grunzenden Schnarcher Franz neben mir. Ich habe nicht geschnarcht. Nee, das war nicht schnarchen, das war grunzen, sag ich doch. Nee, und das war schon, finde ich, echt. Also da hat man gemerkt gehabt auch, also wenn man in dieses System hineingleitet, wir hatten zum Beispiel auch Videografen. Stimmt, ja. Wir hatten, also ich war ja eher der Fotomensch. Mhm. Und wenn ihr bei Hotels, die brauchen ja immer Fotos, die sie nutzen können für ihre Werbung. Und dann hast du gesagt, pass auf, wir machen ein Shooting, 2-3 Stunden, den Rest haben wir für uns. Ihr dürft diese Sachen nutzen und wir stellen eure beste Kammer vor. Mhm. Also euer bestes Zimmer, beziehungsweise Wellness und, und. Also musstest du Wellnessen. Du musstest auch Sport treiben im Fitnessstudio. Ja. Du hast die größte Hütte gekriegt. Und das war schon echt übel. Mhm. Da bin ich ganz schlecht in die Lage gekommen. Muss ich sagen, abends auch dieses, immer diese 4-Gänge-Menüs oder 5-Gänge. Mhm. Ich meine, du bist immer aufgestanden und deine Plauze war voll. Ja, das war grauenhaft. Grauenhaft. Also, es gibt ja einen Punkt. Also, das ist ja kein Influencer in dem Sinn, weil das sind ja die Leute, die grundsätzlich die Welt so hindrehen, wie es ihnen passt. Mhm. Und, aber das ist ja auch ein Bereich. Ist auch ein Bereich, ja, ja. Das also, wenn wir jetzt sagen, draußen in der Natur haben wir ja keinen einzigen Influencer getroffen. Das stimmt, ja. Keinen einzigen. Da war ja niemand. Nö. Wir haben ja die Leute nur getroffen an Babyspots. Also wo jedes Kleinkind hinreisen kann. Ja. Also so dieses typische Bucketlist-Abgerackere. Mhm. Wobei ja, das vollkommen in Ordnung ist. Also wir haben da überhaupt nichts dagegen, außer halt, dass die Sachen dann so überlaufen sind, dass da kein Mensch mehr hin will. Ja. Das ist halt schon scheiße und die Natur geht kaputt. Also daher gesehen mag ich die Leute dann doch nicht ganz so arg. Also ein bisschen mehr vielleicht auf Mutter Erde achten wäre ganz nett. Ja, das ist natürlich mit allem, was zu einem Massenphänomen wird. Ne? Das ist ja nicht, dass jeder Einzelne da versucht, was kaputt zu machen, aber dadurch, dass einfach, ist ja ähnlich wie mit Massentourismus auch, ja. Wo das entstanden ist, da war es ja auch so, dass einfach. Es ist halt immer, wenn eine Masse das halt macht und dann halt einer fängt an, der Boden erodiert, es geht weiter, aber ich muss auch noch ein Bild machen und irgendwann ist es dann halt rum. Und die Leute wollen ja wirklich nichts Negatives. Nee. Das Influencer-Sein hat halt einen sehr, sehr negativen Beigeschmack bekommen, weil halt.
Nee, ich meine, du hast jetzt die neuen KI-Filter, wo du gar nicht mehr weißt, wer ist diese Person eigentlich hinter dieser KI-generierten Schönheit. Also du weißt ja gar nicht mehr, welche Unterseekuh dahinter wartet. Ja. Ne? Also da ist eine langhalsige Giraffe und eigentlich ist es ein Nilpferd. Ne? Also man erkennt es ja dann gar nicht mehr. Ja. Und so das Gleiche passiert ja mit den Orten auch, wo du sagst, also das ist jetzt so ein Platz, der ist so mittelmäßig okay. Und der wird aber gehypt ohne Ende. Durch 5 Filter durchgejagt, dass du sagst, mein Gott, ist das geil, da muss ich auf jeden Fall hin. Wobei ich diesen Glamorous-Filter, den finde ich halt eigentlich so am heftigsten, wo du ja wirklich die Personen gar nicht mehr erkennst. Ja. Das ist ja, ich meine, die Leute trauen sich ja dann auch gar nicht mehr, sich zu zeigen in Realität, weil sie sich selber ja nicht mehr gefallen. Ja. Und da ist ja auch eine ganz große Gefahr dahinter, finde ich jetzt persönlich, weil das verändert ja auch dein Leben. Ich meine, früher war es so, dass man irgendwie in den Konkurrenzkampf miteinander getreten ist, ja, und gesagt hat, oh, ich fühle mich jetzt nicht gut, weil der oder die ist schöner als ich oder so. Aber das war ja noch in einem Rahmen. Jetzt bist du ja so, dass du sagst, ich trete in einen Konkurrenzkampf mit meiner eigenen Fotografie, KI. Also von mir selbst, wo ich sage, oh fuck, im Vergleich zu dem Bild auf Instagram von mir, bin ich im normalen Leben halt echt hässlich. Und das Lustige ist, wenn dich dann keiner erkennt. Ja. Das ist zwar wieder schön, du kannst total erfolgreich sein, aber keiner erkennt dich, weil du hast ja mit deinem Instagram-Account oder TikTok oder was der Geier nicht, hast nichts du ja rein gar nichts zu tun. Ja. Also das ist ja dann diese Unauthentik ohne Ende. Das haben wir schon gemerkt, finde ich, vor allem bei den Influencern, dass die sehr arg darunter gelitten haben, eine Rolle spielen zu müssen. Ja. Das finde ich, das war hart, das zu stimmt, sehen und zu spüren. In den Städten, die wir besucht haben, also wie jetzt zum Beispiel Porto oder egal. Und das finde ich, das war einer der Hauptgründe oder Hauptunterschiede zu den Landstreichern und auch zu den Straßenkunstreisenden. Absolut, ja. Weil die waren ja immer komplett einfach sie. Immer. Also die hatten ja wirklich gar keinen. Also wenn die komisch drauf waren, waren die komisch drauf. Das waren irgendwie, die waren halt die Freaks, die sie halt waren. Wir hatten ja noch eine so eine ganz eigene Art auch an Weltenbummler, die geerbt hatten. Stimmt, ja. Die Erber. Die Erber, ja, also das sind irgendwie die Eltern oder wer auch immer, Oma, Opa, sind verstorben und die haben einen riesen Batzen Geld gekriegt. Oder haben sich vorher einen Riesenbatzen verdient und waren dann im Geldanlagebereich tätig. Also praktisch mit Derivaten, mit Stocks, also mit Aktien, mit Währungstrades und so weiter. Und damit haben die einen Haufen Geld verdient, auch mit den Dividenden. Und die waren eigentlich die Börsenbroker. Ja. Und das war halt ihr Ding, die hatten auch das Handy immer am Laufen, um zu sehen, was läuft wie, wo steige ich ein, haben Algorithmen geschrieben, haben teilweise sogar KIs jetzt auch genutzt, um eben da hochzukommen, wobei die KIs zu dumm sind, also fürs Traden. Also die meisten haben wirklich selber Algorithmen geschrieben, um hochzukommen. Und das war halt eine krasse Nummer. Schon, also zu sagen, man lebt ausschließlich vom Passiveinkommen, also Passiveinkommen bedeutet, du hast Geld, das vermehrt sich so arg, dass du nur von der Vermehrung lebst, aber dein Kapital selber nie antastest. Genau, dein Grundstock wird nie angetastet, sondern er wird immer größer und größer und wirft dadurch immer mehr Passiveinkommen ab. Und also, dass du praktisch nur 30% deiner Dividende, also das, was du wirklich erwirtschaftest, rausnimmst für dein Leben und 70% bleibt on the top. Also wird dein Passiveinkommen immer größer. Also das ist so diese goldene Regel, die die meistens verfolgen. Und ist ja ein Wahnsinn. Ja, ja. Dann hatten wir noch eine Art, die war auch ganz spannend. Die haben Reiseführer geschrieben. Aber die haben gelebt wie absolute Bettler. Ja. Weil da verdienste also wirklich fast gar nichts. Also das fand ich so das Unlukrativste überhaupt. Reiseführer zu schreiben. Was auch eine sehr, sehr lange Zeit gut funktioniert hatte, war Übersetzer oder Dolmetscher.
bis halt jetzt die KI kam und es deutlich besser macht. Mhm. Und man muss einfach sagen, dass die KI, wie jetzt zum Beispiel von DeepL, macht es halt einfach besser als der Dolmetscher. Und vor allem natürlich schneller, wenn du sagst, also ja, du hast jetzt noch ungefähr 3 bis 5 Sekunden, um dir einen kompletten Text übersetzen zu lassen, wo vorher ein Dolmetscher irgendwie so 6 Tage dran sitzen muss. Ja. Und die Genauigkeit auch mit den Phrasen und Sprüchen 99,9%. Ja. Und ich finde, da muss man sagen, da war der Mensch auch nicht wirklich viel besser. Nee, das stimmt. Ne, also es muss ja eh ein Einheimischer noch mal drüber lesen, Muttersprachler, der dann glättet und der dann sagt, okay, pass auf, diesen Witz würden wir hier so und so bringen. Mhm. Wobei das mit der KI deutlich besser ist als mit jedem Übersetzer, den wir für unsere Bücher hatten. Das stimmt, ja. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ja. Also das war noch ein Zweig, der hat relativ gut funktioniert. Dann fände ich noch, also jetzt passend zu dem davor, also zu dem Reiseführer, gab es ja auch Reiseleiter, also Leute, die in der Tourismusbranche gearbeitet haben, zum Beispiel als Busfahrer oder als Expeditionsleiter, als Reisegruppenleiter. Ist so halb-halb, finde ich. Ich finde jetzt auch Lkw-Fahrer, also diese Überland-Lkw-Fahrer, Fernfahrer meine ich, aber das finde ich, das hat immer mit Weltenbummler an sich nicht so viel zu tun. Ja, ähnlich wie Fluglotse. Mhm, nicht ja. Fluglotse, Flugbegleiter. Flugbegleiter, sagt man, glaube ich, jetzt, also Stewardess oder Steward. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das finde ich jetzt nicht wirklich, weil die haben einfach so einen Höllenstress, dass die ja an sich gar nichts genießen können. Und du verbringst halt, also als Weltreisender ist es ja eigentlich so, dass du versuchst, so viel Zeit wie möglich in bestimmten Ländern zu verbringen und so wenig Zeit wie möglich in den dazugehörigen Verkehrsmitteln. Also dass du sagst, ich möchte eigentlich ja schon reisen, aber ich möchte ja meine Zeit nicht die ganze Zeit im Bus, in der Bahn, im Flugzeug und so weiter verbringen. Was auch noch so ein Punkt war, fand ich jetzt, diese Online-Coaches. Also die Online-Coaches, die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. 99,9% absolute Vollidioten. Also muss man leider so sagen. Muss man so sagen. Da gab es so dieses Phänomen, was aufgetaucht ist irgendwann, so wirklich mit, ich kann's nicht, also lehre ich's. Ja. So, ich habe nicht genug oder Erfahrung in den Bereichen, um selber was eigentlich anfangen zu können damit. Also gebe ich das jetzt als Online-Kurs. Nee, und ich glaube, dass das gar nicht so das Problem war. Also bestimmt ein Teil. Mhm. Aber der größte Teil war, wo Beeinflusser Werbung geschaltet haben, wie kannst du locker und leicht reisen, du wirst einfach ein Online-Coach. Ja, das stimmt. Und dann hat man denen das über den Äther beziehungsweise über YouTube oder ähnliche Kanäle so ins Gesicht geschissen, dass sie es einfach annehmen mussten. Es ist ähnlich wie auch mit den E-Books schreiben und lauter so ein Schwachsinn. Ja. Natürlich kannst du mit E-Books Geld verdienen. Natürlich kannst du als Online-Coach Geld verdienen. Mhm. Ohne Ende sogar. Ich meine, wir haben Online-Coaches getroffen für Tiefenpsychologie, für Hypnosen, für Traumreisen, für Seelenrückführung, für alles Mögliche. Mhm. Und es gab immer wieder Leute, die hatten ein Talent, es war grandios. Mhm. Aber wir haben halt, die meisten Leute haben halt einen Wochenendkurs irgendwo belegt und haben gesagt, so, jetzt bin ich Online-Coach. Ja. Und das ist aber das, was halt keiner braucht. Weil das kriege ich ja zu Hause auch. Mhm. Da kann ich ja auch zu einem Stümper vor Ort gehen. Also, weil ein Präsenzunterricht ist ja immer besser als ein Online-Unterricht. Also, wenn ich jetzt nur online erreichbar bin, muss es richtig gut sein. Da muss es phänomenal sein. Mhm. Und das war es halt eben in den meisten Fällen nicht. Auch wenn sich das jetzt hart anhört für euch. Ja. Mit den 99% ist da wirklich nicht so die Qualität da, die eigentlich da sein müsste. Ich will nicht sagen, dass das Stümperei ist. Das habe ich vorher gesagt. Das ist ein bisschen hart. Es ist halt einfach mittlerste Qualität. Mhm. Und für mittlere Qualität... Also stellt euch mal vor, ihr habt ja da eine Homepage. So, jetzt muss diese Homepage erst erfolgreich werden. Also ihr braucht Suchmaschinenoptimierung, ihr braucht einen Programmierer, ihr müsst die auf PageSpeed machen. Ihr müsst natürlich auch Texte schreiben,
die so sind, dass die Leute sagen, okay, also jemand, der das geschrieben hat, der hat von seinem Bereich Ahnung. Dem vertraue ich. Vertraue ich auch und buche seinen Kurs. Und ihr müsst euch immer vorstellen, immer vor Augen halten, es werden ja nur die ersten 3 bis 4 Seiten, die bei Google oder anderen Suchmaschinen angezeigt werden, wobei jetzt mit den künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT wird es gleich noch schwieriger, dass sie überhaupt an Kunden kommt. Mhm. Und ich meine, ihr bedient jetzt plötzlich den komplett deutschsprachigen Markt. Also ihr müsst unter den ersten 4 von den deutschsprachigen Markt sein, dass sie überhaupt irgendetwas abbekommt. Ja. Und das glauben jetzt 100.000. Ja, ja. Und die alle eine beschissene Homepage hoch 100 haben, wo keine 500.000 Backlinks da sind, wo keine Suchmaschinenoptimierung da ist, wo keine Speed Optimization da ist, also wo der DR-Wert, also der Ranking-Wert eurer Seite halt so bodenlos ist oder der Systrex, euer Sichtbarkeitsindex, wie oft werdet ihr eigentlich gelesen, dass Google eigentlich nur drüber lacht? Mhm. Und jetzt denkt ihr, weil insgesamt 3 Leute im ganzen Leben schon mal auf eurer Homepage waren, dass ihr jetzt das große Geld macht. Nee, so funktioniert das nicht. Wir leben hier in einem Verdrängungswettbewerb. Und dieser Verdrängungswettbewerb sagt, die großen Seiten wie Momondo, Focus, Geo, National Geographic und, die haben alles verdrängt. Mhm. Da kommt ihr einfach nicht hin. Ja. Da, wenn du jetzt als kleiner Hühnerpups kommst und sagst so, ja, ich denke, ich möchte jetzt mal die Zeitungen, Magazine und Journale einfach verdrängen. Das geht nicht. Ihr müsst eine fette Nummer sein. Auch wir mussten das lernen, hart. Absolut, ja. Ne, also, dass du sagst, wenn du den ans Knie scheißen willst, dann musst du einfach eine verdammt hartnäckige, üble Drecksau sein, die eben ihnen ebenbürtig ist und eine Konkurrenz aufbaut. Mhm. Ne? Und da geht's, eigentlich bist du der chancenlose Mitbewerber. Ja. Ne? Weil die haben ja genügend Asche, um die ganzen Sachen einzukaufen. Das hast du ja nicht. Du musst über intelligente Tricks rankommen, über Link-Deals und so weiter und so fort. Die anderen kaufen sich das einfach. Die haben ja Schotter ohne Ende. Das ist ja das Problem. Mhm. Also fassen wir noch mal zusammen zum Ende. Es gibt viele Möglichkeiten, dass ihr das leben könnt. Aber absolut, Achtung, ja, und Vorsicht. Es ist nicht einfach. Mhm. Es ist nicht einfach. Ihr könnt, wenn ihr das tut, mit vollem Karacho gegen die Wand fahren, bis euer Hirn da spreuzelt ist. Mhm. Ne? Absolut. Ihr müsst einfach übermäßig intelligent sein, dass ihr mit wenig Grundkapital trotz alledem zu den Big, also zu den Global Playern, eine Konkurrenz darstellt. Mhm. Dass ihr im digitalen Gewerbe beziehungsweise mit eurer Idee vor Ort, ob als Straßenkünstler. Ich meine, wenn du jetzt ein schlechter Straßenkünstler bist, dann hast du vielleicht 2 oder 5 Euro pro Stunde in deinem Bettelbecher. Mhm. Bist du ein herausragender Straßenkünstler, hast du in der Stunde zwischen 250 und 400. Ja. Also das bedeutet, die Leute, denen es wirklich draußen gut geht, und super zurechtkommt. Das sind herausragende Leute auf ihrem Gebiet. Auf ihrem Gebiet, die besondere Kenntnisse haben. Mhm. Bedeutet, es kann nicht jeder. Nee. Es könnte jeder, weil jeder irgendeinen Zweig davon erfüllen könnte. Mhm. Aber man muss, wie in allem auch, wenn ihr ein Business zu Hause gründet, also ihr macht euch selbstständig als Firma, dann braucht die im Schnitt 7 Jahre, bis sie richtig gut läuft. Mhm. Nur 30% der Firmen kommen überhaupt durch und laufen dann einigermaßen bis gut. So, und das Gleiche müsst ihr auch beim Weltenbummler-Dasein ansehen, dass von 100 Personen ca. 8 gut durchkommen und davon wieder 3 herausragend gut durchkommen. Mhm. Die anderen können eine Zeit lang unterwegs sein, ihnen geht irgendwann der Sprit aus und sie müssen wieder zurück oder landen auf der Straße. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Ja. Man darf einfach nicht blind reinstolpern. Deswegen lernen, 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 lernen und nochmal lernen. Mhm. Und wenn ihr dann wirklich
das ganze Zeug drauf habt, dann startet. Vertraut diesen ganzen Internetgefuffel nicht unbedingt zu 100%. Nee. Die immer sagen, das ist einfach nur ein Schnips entfernt. Ihr müsst einfach nur mal gucken und losstarten und dann passt das schon. Mhm. Das stimmt zum Teil. Aber wenn ihr lebenslang, beziehungsweise wenn es eure Berufung ist, Weltenbummler zu sein, dann braucht ihr ein Fundament. Ihr könnt kein Haus auf einem Sand bauen, weil dann sinkt es ein. Mhm. Und euer Fundament ist das Wissen. Und das muss krachen. Und das muss auch so sein, dass es euch in jeder Lebenslage durchbringt. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Studieren. Wir hoffen, wir haben euch nicht ganz so arg demotiviert. Aber ich finde es wichtig, weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr startet und dann scheitert. Ja. Wenn Informationen, die ihr nicht habt, könnt ihr nicht nutzen. Ihr habt diese Informationen jetzt, wenn ihr noch mehr wollt, in dem Buch Lieber zu Fuß um die Welt als mit dem Mercedes zur Arbeit. Da könnt ihr noch ein bisschen so unsere Geschichte nachverfolgen, wie wir das gemacht haben. Vielleicht interessiert es euch ja. Ansonsten auf der lebensabenteurer.de, auf unserer Internetseite, haben wir auch einige Artikel zu dem Thema noch geschrieben, wo wir noch mal in bestimmte Bereiche auch tiefer eintauchen, wo ihr noch viele Informationen finden könnt. Also wie kann man aussteigen, wann könnte man aussteigen, in welchen Bereichen hat man gerade Chancen und. Mhm. Schaut da einfach mal durch, da werdet ihr fündig. Ansonsten sagen wir Holdrio, viel Spaß beim Jagen eures Traums, dass ihr den endlich habt. Und wir wünschen euch dabei viel Glück. Ciao! Ciao.